Lea Honegger aus der Schweiz. Jetzt fangen wir an. Ich heiße Vreni Honegger und bin 48 Jahre alt. Das hat man gar nicht gehört. Fangen wir mal an. Ich heiße Vreni Honegger und bin 48 Jahre alt. Ich bin Botschafterin der Schweiz auf dem Mond. Ich habe nach etlichen Schwierigkeiten endlich die weit verstreuten Siedlungen auf dem Mond zu Kantonen zusammengefasst. Aber leider fehlt den Mondbewohnern noch der echte Kantönligeist. Nebenbei betreue ich ledige Mütter auf dem Mond. Ja, ja. Ich heiße Arthur Honegger, bin 78 Jahre alt. Ich komme aus Bülach in der Schweiz. Ich bin medizinischen Forschungen zufolge noch 60 bis 70 Jahre auf der Welt. Ich bin gegenwärtig trotz meinem hohen Alter Chefredakteur der ersten Raumzeitung, die elektronisch hergestellt wird. Sie geht über alle Fernsehsender, sie kann abgerufen werden. Als Hobby nebenbei studiere ich seit einem halben Jahr politische Wissenschaften. Da, dir, da, da. Ich heiße Heidi Honegger und bin 73 Jahre alt. Ich bin Chefhebamme auf dem Mond. Leider habe ich wegen Geburtenrückgangs wenig Arbeit. Die Männer haben sich die Unsitte angewöhnt, im Raumanzug ins Bett zu gehen. Ich heiße Hans-Jörg Honegger und bin 44 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Zoologe. Es ist mir erstmals gelungen, ein Mondkalb zu züchten. Wir haben die Schwangerschaftszeit mit einer Schweizer Präzisionsuhr gemessen. Sie betrug genau 2 Jahre, 43 Hundertstel Sekunden. Dieses Mondkalb wird die Grundlage sein, um Schweizer Käse auf dem Mond herzustellen. Familie Schäfer aus der Bundesrepublik. Mein Name ist Gabi Schäfer. Ich bin zurzeit 47 Jahre alt, habe davon 30 Jahre meines Lebens im Eisschlaf verbracht. Ich bin extra für diese Sendung aufgetaut worden und ich hoffe, ich liefere ein lebendes Beispiel. Demnächst werde ich mich erstmal an Kursen beteiligen, um mich dem Stand der Dinge heute anzugleichen. Da, dir, da, da. Hier spricht das Oberhaupt der Familie Schäfer aus Essen. Kennziffer DJ6GF. Ich bin 79 Jahre und junger Pensionär. Auf dem Mond habe ich 3 Bäume gepflanzt, wohin sämtliche Mondbewohner gegen Entgelt ihre Hunde führen. Die Früchte dieser Bäume, die besondere Energie und jugendliche Frische verleihen, verkaufe ich auf der Erde. Der Wunsch unserer Familie ist eine Reise nach Israel mit den vor 30 Jahren üblichen Verkehrsmitteln. Da, dir, da, da. Hier spricht die Oma Schäfer. Ich bin 71 Jahre alt und habe gerade eine Verjüngungskur hinter mir. Dank dieser Kur, die durch die interplanetarische Vereinigung, ich habe ein bisschen Verkalkung, durch die 71 Jahre. Bin ich der Vereinigung für emanzipierte Männer. Die möchte ich dressieren, auf dem Mond. Ja.
Ich bin der Michael, bin 46 Jahre alt und habe zurzeit das Flottenkommando über den Oldtimer Orion inne. Ich bin stets unter der Nummer 0815 zu erreichen und für die Damen 007. Familie Zier aus Österreich. Ich bin die Tochter dieser Familie, bin 47 Jahre alt, heiße Silvia. Vom Beruf bin ich Metalldrahtstrickerin. Es macht mir nichts aus, dass dieser Beruf fast nur noch von Männern ausgeübt wird. Durch die neu eingeführte 25-Stunden-Woche habe ich selbstverständlich viel mehr Freizeit, die ich damit verbringe, dass ich dem internationalen Club der Hobby-Putzfrauen beigetreten bin. Ich bin der Vater der Familie Zier aus Wien und habe das Monopol für den Heurigen auf den Mond. Die Gemeinde Wien hat mir ein Schrebergartenhaus zur Verfügung gestellt, das ich ausschenken kann. Ja. Da wir alle gesund den 100. Geburtstag feiern möchten, haben wir uns eine Sonne gewünscht. Da. Ich bin die Mutter der Familie Zier. Ich bin 66 Jahre alt. Ich habe 5 Enkelkinder, einen Urenkel. Aber zurzeit ist mein Leben etwas turbulent, da ich zwischen Erde und Mond unterwegs bin, um dort eine Kindermodenfiliale zu eröffnen. Aber mit den Kinderraumanzügen für die Mondbabys, also da klappt es noch nicht so ganz, aber es wird schon noch werden. Ich heiße Hannes, bin 45 Jahre alt. Ich halte mich durch spezielle Pillen erstaunlich jung und habe jetzt einen guten Job, und zwar bin ich Raumschiff-Playboy und verkürze jüngeren oder reiferen Damen die Zeit zwischen Erde und Mond. Guten Abend. Ich heiße Dietmar Schönherr. Ich bin 75 Jahre alt, immer noch progressiv. Und ich mache heute zusammen mit meiner lieben Ehegemahlin Vivi die 250. Jubiläumssendung von, wie hieß das noch? Wir wünschen dir was. Wir werden immer noch begleitet vom Orchester Max Greger, der auch ein flotter 70er ist. Und ich bin 61 Jahre alt und kann immer noch kein Deutsch. Wir machen diese Sendung heute vollkommen ohne Gage, denn das Geld ist längst abgeschafft. Es gibt überhaupt keine Klassenunterschiede mehr. Alle Menschen auf dieser Welt sind gleich vor Gott und dem Gesetz. Es ist nur etwas Merkwürdiges dabei. Sie essen jetzt alle mit Stäbchen.
Es gibt keine Beschwerdebriefe mehr, denn es wird alles, alle Beschwerden werden in Computer eingespeist und die Sendung Wünsch dir was hat den Gipfel der Publikumsgunst erklommen. Also alles Utopie, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, und das ist das Thema, das wir auch unseren Familien gestellt haben. Sie sollten sich so vorstellen, als wären wir heute im Jahr 2002. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, nach dem allgemeinen Winterschlussverkauf haben jetzt im Fernsehen die sogenannten Science-Fiction-Wochen begonnen. Vielleicht, weiß nicht, ob da, könntest du mal rübergehen mit der Kamera da, damit man sieht, warum die Leute vielleicht so lachen. Ja. Das ist nämlich der Dimki, der guckt sich jetzt hier die Dekoration an. Wie er schaut. Also Science Fiction, meine Damen und Herren, Zukunft. Die Wissenschaftler oder die Fachleute, die wir ja immer zu Rate ziehen, haben uns gesagt, dass in der Zukunft der Computer eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft spielen wird, dass es der Computer sein wird, der uns ganz wichtige Entscheidungen unseres Privatlebens, unseres beruflichen Lebens und unseres Gesellschaftslebens eben abnehmen wird. Computer, liebe Familien, hören Sie mir gut zu, haben eine Quasi-Intelligenz, das heißt, sie fällen ihre Entscheidungen, treffen ihre Entschlüsse oder machen ihre Berechnungen aufgrund rein rationeller, mathematischer Überlegungen. Die emotionelle Komponente scheidet vollkommen aus. Das heißt, Computer haben überhaupt keine Gefühle. Und hier wird der Mensch sein, der auch in der Zukunft eben solche technischen Entscheidungen eines Computers manchmal zu überdenken haben wird. Ich bitte jetzt die Familie Schäfer und die Familie Zier in die schalldichten Kabinen. Ich bitte die Familie Honegger aus der Schweiz zu mir zu kommen. Ich möchte Sie als erstes auf dem Wege hierher fragen, was das Tatüa-Tata eigentlich bedeutet, das Sie alle in Ihrer Vorstellung benutzt haben. Was das heißt Tatüa-Tata. Und wenn Sie das genau erklärt haben müssen, wollen, dann müssen Sie den Herrn Zier aus Wien noch mal herausholen. Gut, werde ich Ihnen genau erklären. In Ordnung. Gut, dann werde ich nachher den Herrn Zier fragen. Schön. Sie haben eines nicht gesagt. Was wäre der Wunsch der Familie Honegger, falls sie heute Abend hier gewinnt? Darf ich noch mal im Jahr 2002 bleiben? Ja, bitteschön. Also vor 30 Jahren haben wir im Wünsch dir was uns eine Israelreise gewünscht. Ja. Aber das Geld ist noch nicht eingetroffen. Aha. Okay. Wir machen also jetzt ein Zukunftsspiel. Sie sehen hier eine stark stilisierte Landschaft, bestehend eben aus diesen Modellhäuschen, Kirchen, Weiden, Wäldern, einem historischen Brunnen, dieser Kirche und so weiter. Na, bleiben Sie doch bitte beim Punkt A stehen. Ich will Sie, Sie können sich ja nachher beim Durchgehen genau ansehen. Sie werden eine Straße zu bauen haben, aber das wird Ihnen alles der Computer sagen. Sie haben dazu als Bauteile diese schwarzen quadratischen Platten. Alle Dinge, die Ihnen bei Ihrem Straßenbau im Wege stehen oder im Wege sind, können, und das ist auch das, was der Computer Ihnen sagt, theoretisch, selbstverständlich beseitigt werden. Wie zum Beispiel diese Kirche. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass diese Dinge dann eben Ihren Entschlüssen zum Opfer fallen. Aber diese Entscheidung sollen Sie vollkommen allein treffen. Hören Sie jetzt bitte, was der Computer Ihnen zu sagen hat. Eine Straße ist zu bauen. Von Punkt A zu Punkt B. Der Materialverbrauch soll so gering wie nur möglich sein. Die rascheste und billigste Lösung ist eine gerade. Bitte.
Und jetzt kommst du. Den Brunner sollte man jetzt durchkommen. Den Brunner? Ja. Platte. Jetzt der wahrscheinlich ist es dann wahrscheinlich eben doch. So, jetzt kannst du einen Rank machen. Da oben hin, ich würde sagen, hast du nämlich mehr Platz. Ja, ja, das geht schon. Mann, das manche Hausecken sind auch so eng. Ja, der Rank gilt nicht, hast du es gesehen? Ja, klar. Das Bülach oder wo ist das nicht so eine Schnellstrasse, so ein Dorf durchmachen überhaupt nicht. Ist das überhaupt eine Schnellstrasse? Wir müssen sie einfach auf dem schnellsten Weg. Geht nicht, siehst du, da haben wir schon Ecken. Oh nein, man kann das gar nicht. Nein, wir kommen doch an Brunnen vorbei. Ja, du kannst mit der Schnellstrasse das Dorf durchbauen, aber das geht nicht. Dann machen wir es. Komm, wir machen es so. Nein, jetzt machen wir es. Wir fahren das so. Führen und fahren so und die Stadt umfahren. Das ist doch ein, kannst doch nicht so eine alte Stadt mit einer Schnellstrasse durchschneiden, oder? Hey, da haben wir doch viel zu wenig. Aber das ist doch sehr. Hast du nur die Platte? Nein. Also, los, abbrechen. Nein, du. Also, komm los. Also wirklich, das Städtli lohnt sich zum Anschauen. Das nein, das ist ein hübsches Mal, es lohnt sich. Wenn es wirklich, wie der Computer gesagt hat, eine Schnellstrasse ist, kannst du nicht so ein Städtli durchfahren. Das macht doch die ganze Stadt kaputt. Das war schon bei uns auch gewesen. Komm, das ist ja, nein, das ist nicht wahr. Jetzt haben sie doch die Straße um Bülach umgebaut, oder? Aber nicht so weit weg. So. Hey, wo gehst du denn durch? So, jetzt da anbauen. Nein, das kannst du nicht, das darfst du nicht. Nein, wir müssen es machen. Ich finde das also schade. Jetzt sind Sie aber schon aus der Landschaft draußen, muss ich sagen. Weil das, diese Grenze haben wir gesetzt, damit Sie da nicht hinaus dürfen. Gut, dann machen wir den Rang weiterhin. Das ist einfach. Bleiben wir mal da. Ich möchte feststellen, dass es sich jetzt um den vierten Umbau handelt. Der dritte. Der dritte? Ja. Entschuldigung, habe ich übertrieben. So. Nein, jetzt fährst du nicht wieder draussen rum. Schau doch mal, was du machst. Du musst da durchfahren. Das ist Grenze, das habe ich nicht gewusst. Womit machen wir den Rang dort? Damit passt doch. Ja. Also. So. Kann man den Brunnen nicht verschieben? Nur wegräumen? Theoretisch kann man alles wegräumen, das habe ich vorher gesagt. Nein, nein. Dann eben. Oder wenn man sie so oben nimmt. Los, ich sag's also jetzt ist gleich, es ist gleich Sendeschluss. Ja, wir haben aber das erste Spiel. Ich glaube, die anderen Familien kommen gar nicht mehr dran. Aber da sieht man, wie gründlich die Schweizer sind, nicht? Das muss man wirklich sagen. Es ist ja kein Wunder, dass die Uhren so gut gehen, nicht, wenn sie das so genau machen. Jetzt haben wir das Rathaus noch da. Die Kapelle steht ja noch da. Da. Ja, du. Oh, ja, du. Geht nicht. Musst du dort hin? Ja. Also der Brunnen ist verschoben worden, gell? Ja. Ja, ja, musste weg. Hm. Da kommt, dort haben wir schon viele. Die Kapelle können wir noch unten. So. Ja, gelöst. Bitte kommen Sie zu mir. Bitte kommen Sie zu mir hierher, Familie Honegger. Ich möchte jetzt noch einmal sagen, das ist übrigens der Hans-Jörg und die Vreni, dass sich die Namen auch. Also, Sie haben gesprochen von einer Umfahrung. Ja. Ja, Sie haben es auch gemacht. Ja. Sie wollten nichts opfern? Nein, ich wollte überhaupt nichts, weil diese Bauten alle so schön sind. Ja, das sind alte Bauten und ich wollte einfach versuchen, auch die schöne Landschaft da zu retten. Also da könnte man eigentlich hoffen, dass die berufsmäßigen Straßenplaner, dass die auch mit solcher Vorsicht und solchen Überlegungen ans Werk gehen würden wie Sie, muss ich dazu sagen. Wie wir dieses Spiel bewerten, können wir erst sagen, wenn alle Familien gespielt haben. Aber uns ging es darum, das kann ich jetzt ruhig schon sagen, dass eben nichts zerstört werden soll, dass die Dinge erhalten werden sollen, dass man lieber ein bisschen Umfahrung in Kauf nimmt, anstatt das Bestehende zu vernichten. Ich hätte gerne alles umfahren, aber es ging leider nicht. Die Grenzen dieser Gemeinde sind so eng. Ja, genau. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Bauland. Danke vielmals. Familie Schäfer. Bitte.
Bitte kommen Sie zu mir. Sie sehen hier eine stilisierte Landschaft aus Modellhäusern bestehend. Wenn Sie hier bei diesem Punkt A sich aufstellen, Sie sollen eine Straße bauen, das wird Ihnen aber der Computer dann sagen. Meine Vorrede über den Computer haben Sie gehört. Es geht uns darum, dass Sie jetzt Ihre menschliche Entscheidung treffen. Und es kommt jetzt darauf an, ob Sie das nun genau ausführen, was der Computer sagt, der selbstverständlich die günstigste mathematische Lösung errechnet hat. Alles, was Ihnen bei Ihrem Bauvorhaben im Wege ist, können Sie theoretisch selbstverständlich beseitigen. Sie müssen sich darüber, alles, was Sie hier sehen, auch die Wälder, auch die Kapelle, alle diese Dinge lassen sich beseitigen, wie das ja in Wirklichkeit auch sehr häufig geschieht. Manches wird eben solchen Bauvorhaben geopfert. Wir wollen sehen, wie Sie die Entscheidung treffen. Bitte den Computer. Eine Straße ist zu bauen von Punkt A zu Punkt B. Der Materialverbrauch soll so gering wie nur möglich sein. Die rascheste und billigste Lösung ist eine gerade. So, fertig. Bitte zu mir. Bitte. Bitte, Familie Schäfer, zu mir. Zack, fertig. So, Straße gebaut, alles weg. Kommen Sie her. Herr Schäfer, so, also der Computer hat, ich meine, der geradeste Weg ist der kürzeste. Ganz gerade ist er doch nicht geworden. Ein paar Ecken sind drin. Aber es ist so ziemlich alles verschwunden, was da stand. Kirche, Häuser, alles weg, ja? Wie ist das zu erklären? Ja, diese Häuser sollten hier mehr auf die Seite. Aha, das macht man so. Stellt man sie so weg. Das machen auch die Stadtplaner und die Straßenplaner so und dann sind die Sachen im Eimer, ne? Ja. Ja, gut, wollten wir sehen, wie Sie das machen. Dankeschön, bitte nehmen Sie Platz. Bitte alles einzusammeln. Moment noch, Moment. Wir müssen erstmal diese ganze Landschaft wieder in Ordnung bringen. So, seid ihr soweit? Gut. Bitte jetzt die Familie Zier aus Österreich. Entschuldigen Sie, dass Sie dort aufgehalten wurden. Ich sag's, Tatürtata übrigens. Was heißt denn das? Ja. Zwei kleine Sachen, bitte sagen Sie was. Was ist das? Der erste ist, das ist der Mondgruß. Ist der Mondgruß. Und der zweite ist, kann ich was sagen noch? Kann ich noch was dazu sagen? Sie können sagen, was Sie wollen. Na gut. Also wir sind ein paar Tage schon von Wien jetzt weg. Gell? Und die Schwiegermutter wird jetzt wahrscheinlich zuhören. Ne? Ja. Und die horcht auf der Tür, Tata. Ja, sie soll uns einen Gummibaum gießen, sonst der Tür, Tata. Ach so, sonst, ja, ja. Würden Sie das in Hochdeutsch übertragen? Das ist sehr schwierig. Sonst dörter aus. Dörter aus, ja. Also so sprechen die Leute dort an der Donau. So, jetzt gibt es also hier eine Aufgabe. Eine Straße ist zu bauen, es wird aber der Computer sagen, Sie sollen Ihre menschliche Entscheidung treffen, Sie sollen Ihre Überlegungen anstellen, bevor Sie es tun. Verschiedene Dinge werden Ihnen vielleicht, bleiben Sie bei Punkt A, werden Ihnen vielleicht im Wege sein. Theoretisch lassen sich alle Hindernisse aus dem Wege räumen, sind also verschiebbar.
Sie müssen sich allerdings nur darüber im Klaren sein, dass dann eben diese Dinge Ihren Entscheidungen zum Opfer fallen. Sie sind eigentlich jetzt so in der Rolle von Straßen- und Stadtplanern, möchte ich einmal sagen. Alles Weitere wird der Computer Ihnen jetzt sagen. Bitte sehr. Eine Straße ist zu bauen von Punkt A zu Punkt B. Der Materialverbrauch soll so gering wie nur möglich sein. Die rascheste und billigste Lösung ist eine Gerade. Bitte. Gut, genügt schon. Ja, sei ziemlich. Bitte hierher. Familie Zier, kommen Sie zu mir. Ja, es ist schon schön genug. Es sind also auch bei Ihnen einige Sachen Ihrem Bau zum Opfer gefallen. Ja. Die Kirche haben Sie wegge. Nein, nur ein bisschen zur Seite. Ein bisschen zur Seite, ja. Ist sie leider eingestürzt. Und wie war das mit der Kapelle? Zunächst weg, rigoros, aber dann doch wieder hin. Ja. Aber der Brunnen musste weg. Der Brunnen? Ist auch nicht besser. Nein, ist beiseite, ja. Na, das habe ich ja gesagt. Diese Dinge sind zerstört. Denn man kann solche Sachen theoretisch vielleicht transplantieren, aber sie gehen meistens, wenn sie so alte historische Bauwerke sind, dabei zugrunde. Sie haben sich schon einmal ein bisschen geärgert, vielleicht über zum Beispiel die Brücke über den Neusiedler See, wo die Gelehrten also sich darüber einig sind, dass bei diesem Projekt der ganze Tierbestand dort ausgerottet werden will, jedenfalls zum größten Teil, haben sich einmal darüber gegiftet, dass sowas gemacht wird. Ja. Und ein bisschen haben sie jetzt auch ein bisschen so gehandelt. Wir wollten nämlich, dass Sie möglichst nicht den Befehlen des Computers gehorchen, sondern überlegen und diese Dinge, die da sind, erhalten. Das heißt, zum großen Teil haben Sie das getan. Sie haben ja nur zwei Sachen weggetan. Während zum Beispiel der Herr Schäfer, der hat die Kirche, ein Haus, zweites Haus, Brunnenkapelle, alles weg, zack, nicht wahr? Während der Herr Honecker, ein bedächtiger Schweizer mit seiner Familie, die haben überhaupt nichts verändert. Die haben allerdings im Zuge, im Endeffekt haben sie zwei Dinge auch verschoben, den Brunnen und die Kapelle, allerdings nach vielen Umbauten. Sie haben also 3 bis 4 Mal umgeplant und es ist dann doch also diese Sache zustande gekommen. Das heißt also, Sie haben 31 Bauteile verwendet und die Familie Honegger hat 33 Bauteile verwendet. Sie haben ein bisschen weniger, Sie haben auch zwei Dinge verstellt. Geben wir also, würde ich sagen, Ihnen 2 Punkte, geben wir der Familie Honegger 2 Punkte und Familie Schäfer aus Deutschland können wir leider keinen Punkt in dieser Runde geben. Ist das eine faire Entscheidung? Ja. Gut. Bitte nehmen Sie Platz. Wir bleiben beim Thema Zukunft.
Ich bitte Sie jetzt, liebe Familien, ein Mitglied der Familie, es sollte möglichst die Frau Mama oder die Tochter sein, zu delegieren. Und zwar ein Familienmitglied, das im Sinne eines medizinischen Experimentes bereit ist, mit mir zusammen eine Tablette einzunehmen. Bitte, wen möchten Sie mir schicken? Darf Ihnen dazu sagen, dass diese Tablette zwar alle möglichen Wirkungen hervorruft, dass sie aber ohne jegliche schädliche Nebenwirkung ist. Bitte, wer kommt? Familie Honecker. Frau Honecker, freue mich, dass Sie so mutig sind. Bitte kommen Sie zu mir. Die Gabi Schäfer und die Silvia Zier. So, wir gehen hier zu diesen medizinischen Liegen, die wir da für Sie vorbereitet haben. Jeder möge sich bitte auf die Liege begeben, wo sein Sendezeichen drüber ist. Hier also das Schweizer, Mitte die Gabi, links drüben die Silvia. Sie finden dort so eine Drucktaste vor. Machen Sie sich's bequem. Bitte legen Sie sich hin. Sie sollen sich vollkommen entspannen, ganz ruhig sein, an nichts denken. Ich werde Ihnen jetzt diese Tabletten geben. Sie sollen sie bitte vorläufig noch nicht einnehmen. Gut. Nein, Sie müssen sie nicht schlucken. Nein, nein, das ist eine Lutschtablette. Sie können sie auf der Zunge dann zergehen lassen oder zerkauen. Sie hat keinen unangenehmen Geschmack. So. Der Dimki. So, möchtest du auch eine Tablette? Nein, er möchte keine. Gut, also dann nehme ich mir eine andere. Sonst sagen die Leute wieder, ich habe eine Tablette genommen, die der Hund schon im Mund hatte. Das wäre sehr unangenehm. Es fallen schon alle runter. So, Moment. Gut, eine Tablette. Ich bitte Sie jetzt, einmal diese Masken, die da liegen, umzunehmen. Dabei aber die Tablette möglichst nicht zu verlieren. Gut. Ha? So. Frau Honecker, wie fühlen Sie sich? Gut? Sie sollen sich ganz entspannen, ganz ruhig sein. Ja? Ja, fein. Wie geht's Ihnen, Gabi? Geht. Ganz ruhig, der Puls? Ja, prima. Gut, schön ruhig, entspannen. Silvia, ja, danke. Fühlen Sie sich wohl? Gut. Also, bitte jetzt nehmen wir alle gleichzeitig diese Tablette zu uns. Sie können sie also erstmal schmecken auf der Zunge, langsam zergehen lassen. Sie können auch ein bisschen drauf rumbeißen. Dann tritt die Wirkung vielleicht etwas schneller ein. Gabi, Sie sollen die Tablette in den Mund stecken. Sie hat es wieder rausgenommen. Ich habe diese Tablette mehrmals zu mir genommen. Habe immer wieder festgestellt, dass sich drei ganz besondere Phänomene einstellen. Das heißt, drei Phasen einer ganz bestimmten Entwicklung. Wir gehen von der Tatsache aus, dass in der Zukunft Tabletten eine immer stärkere Rolle spielen werden, und zwar jene Tabletten, die dazu geeignet sind, unseren Emotionshaushalt zu regulieren. Das heißt, die uns in eine bestimmte gewünschte Stimmung versetzen oder die uns aus einer unangenehmen psychischen Stimmung befreien. Diese Tablette haben wir extra entwickeln lassen. Sie heißt Sensilyticum. Sie ist noch nicht im Handel erhältlich. Und sie ist eine Tablette, die einfach das Lebensgefühl erhöht. Man fühlt sich wohl. Es ist eine Art von Glückspille. Ich nehme an, dass bei Ihnen allen jetzt eine gewisse Wirkung eintritt. Ich werde Ihnen beschreiben, welche Stationen sich einstellen, welche Gefühle. Erste Phase. Ich fühle mich angenehm entspannt. Ein Gefühl der Müdigkeit stellt sich ein. Meine Probleme lösen sich auf.
zweite Phase. Ich fühle mich angenehm angeregt. Man könnte das Gefühl mit euphorisch bezeichnen. Dritte Phase. Ich empfinde ein gehobenes Lebensgefühl. Man könnte es vielleicht beschreiben, ich möchte die ganze Welt umarmen. So. Die Damen haben offensichtlich nichts empfunden. Nein. Silvia? Nein, überhaupt nichts. Sie können die Maske jetzt bitte gerne abnehmen. Was haben Sie empfunden? Gar nichts. Gar nichts. Ganz normal. Ganz normal. Gabi? Ich hab's nur im Mund. Wie bitte? Ja, na gut, das. Ja. Also alle drei Damen können jetzt ihre Maske abnehmen. Alle drei Damen sollen zu mir kommen. Alle drei Damen kriegen zwei Punkte, denn diese Tablette kann überhaupt nichts. Diese Tablette ist die Grundsubstanz eines Mineralwassers. Sie ist natürlich dadurch vollkommen unschädlich. Sie hat auch überhaupt keine Wirkungen, höchstens vielleicht auf das Innenleben oder auf die Verdauung oder so, aber nichts auf die seelische Zustände. Wir haben dieses Spiel gemacht, um zu testen, ob Sie sich also etwas suggerieren lassen, ob Sie der Suggestion der Worte erliegen. Die Wissenschaftler, die uns beraten haben, haben uns nämlich übereinstimmend erklärt, dass heute schon 60% aller Tabletten genommen werden, die auch überhaupt keine Wirkung haben, wo auch die Leute sich nur einreden, dass eine solche Wirkung entsteht. Und diese Wissenschaftler warnen vor dem Missbrauch von Tabletten und warnen vor der Hörigkeit vor den Tabletten, die immer größer werden wird in der Zukunft. Sie haben widerstanden all diesen Dingen. 3 Punkte, bravo. Danke sehr. Bitte, Vivi. Familie Zier aus Österreich hat 4 Punkte, Familie Schäfer aus Deutschland 2 Punkte und Familie Honegger aus der Schweiz ebenfalls 4 Punkte. Meine Damen und Herren, es singt für Sie zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum Ray Stevens.
Danke, Ray Stevens. Wir verlassen die Zukunft, wir wenden uns der Gegenwart zu, und zwar der Gestaltung unserer Umwelt. Das ist das zweite Thema des Abends. Zunächst einmal Innenarchitektur. Ich stehe hier vor einer grauen Fassade, wie Sie sehen. Und hinter dieser Fassade befindet sich ein Wohnzimmer. Hinter diesen drei grauen Fassaden. Denn jede Familie hatte Gelegenheit, ein Wohnzimmer nach ihrem Geschmack einzurichten. Wir haben unsere Familien dazu jeweils 3 Stunden in ein großes Einrichtungshaus hier in Düsseldorf geschickt. Und sie konnten dort auswählen, was sie wollten aus einem riesigen Angebot von vorhandenen Dingen. Wir haben ihnen ein Preislimit gesetzt, das aber ungefähr doppelt so hoch war wie der Betrag, den eine normale, durchschnittliche, vierköpfige Familie für die Gestaltung des Wohnzimmers zur Verfügung hat. Wir wollten ja, dass sie das Traumwohnzimmer sich einrichten. So sehen die 3 Traumwohnzimmer aus, die unsere Familien sich eingerichtet haben. Bitte, Fassaden weg. So, ich hoffe, Sie konnten sich diese 3 Wohnzimmer in Ruhe anschauen. Es werden 3 namhafte Architekten, Innenarchitekten aus unseren 3 Spielländern bewerten, wer nach ihrem Dafürhalten das Wohnzimmer am besten eingerichtet hat, und zwar nach den beiden Gesichtspunkten Schönheit und Zweckmäßigkeit. Inzwischen zeigen wir Ihnen einen kurzen Film, den wir gedreht haben, während die Familien diese Wohnzimmer in diesem Einrichtungshaus ausgewählt haben. Bitte, Peter. Innenarchitektinnen, ich werde sie allerdings dann nicht mehr so betiteln, Frau Mohr und Frau Pumpe-Krüger. Sie sind aus der Schweiz. Ich bin aus Deutschland. Oh, verzeihen, jetzt habe ich das wieder. Das ist Frau Pumpe-Krüger, das ist Frau Mohr. Wo kommen Sie her? Ich komme aus der Schweiz, aus Basel. Aus Basel. So, Sie sollen also bitte jetzt die Einrichtung, die die österreichische Familie Zier ausgesucht hat, bewerten. Und zwar nach den Gesichtspunkten Schönheit und Zweckmäßigkeit. Was sagen Sie bitte? Zunächst möchte ich einmal sagen, dass ich von der architektonischen Seite recht traurig bin, dass bei dem großen Angebot, das doch sicherlich vorhanden war, Klischees verwirklicht sind, die, ich möchte sagen, gut bürgerlich sind. Mhm. Ich hätte eigentlich in einem Wohnraum, den ich mir wünschen durfte und für den ich ein ziemlich hoch limitiertes Budget zur Verfügung hätte, etwas anderes vorgestellt. Was vergeben Sie an Punkten? Ich möchte sagen, dass hier dieser Raum der österreichischen Familie von der geschmacklichen Seite her mir am besten gelöst erscheint. Es sind einige Kardinalfehler, auch von der geschmacklichen Seite her enthalten,
Die Kombination von diesen Vorhängen zu einem Ledermaterial ist also unmöglich. Mhm. Und ein derartig kantiger Tisch zu diesen weichen Sitzformen scheint mir auch unmöglich zu sein. Aber ich möchte sagen, die geschmackliche beste Lösung ist hier erfolgt. Gut, also geben Sie einen Punkt für Schönheit und ja. Zweckmäßigkeit. Möchte ich nicht vergeben, da ja. Mir eigentlich in allen Fällen, da schließe ich also die deutsche Familie mit ein, ein sehr passiver Wohnraum entstanden ist. Und ja, also gut, nur ein Punkt für Schönheit, ja. Keiner für Zweckmäßigkeit. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sieht bei mir sehr ähnlich aus. Ich muss mich der Enttäuschung eigentlich von der deutschen Dame anschließen. Ich bin überrascht, wie mit wenig Überlegung die drei Familien sich eingerichtet haben, wie sie perfekte Zeitungsbilder eigentlich repliziert haben, wie der Tisch in der Mitte sitzt und man sich ringsum aufstellt. Das haben wir vorher drastisch dargestellt gesehen von den drei Familien. Ich schließe mich der Dame neben mir an, mit dem Geschmack, mit einem Punkt, obwohl ich eigentlich mir viel Besseres vorstellen könnte, aber eine gewisse Sympathie, dass die Familie etwas gewagt hat. Danke sehr. Also wir haben zwei Punkte für die österreichische Familie Zier bekommen. Würden Sie mit hinüber, Sie können nur mitgehen. Wir bewerten ja immer nur die Länder, die also nicht betroffen sind. Das heißt, wir haben also hier den Herrn Neumann jetzt aus Österreich und die Schweizer Innenarchitektin. Sag Herr Neumann, bitte fangen wir vielleicht jetzt hier mit Ihnen an. Vielleicht würden Sie sagen, was vergeben Sie hier nach dem Gesichtspunkt Schönheit und Zweckmäßigkeit, was würden Sie hier an Punkten vergeben? Ich bin eigentlich sehr erschüttert über die Einfallslosigkeit, da immer wieder die Wand gleich bei der Tür und eine Sitzlösung. Es ist überhaupt keine Fantasie hineingebracht worden und es ist nur zurückgegriffen worden auf die möglichen Lösungen, die aus Zeitschriften und eigentlich nicht kompetenten Blättern angeboten werden. Glauben Sie nicht, dass Innenarchitekten sehr viel Schuld oft an solchen Entwicklungen tragen, dass sie den Menschen eine gewisse einheitliche Moderichtung geradezu einreden? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass die Innenarchitekten durch die Leute vergewaltigt werden, die dann die Möbel produzieren. Das mag sein. Würden Sie sagen, welche Punkte, Herr Neumann? Oder? Ich bin sehr traurig, aber ich glaube, ich kann keine Punkte hier vergeben. Frau Mohr. Ja, das ist eigentlich sehr traurig. Ich vergebe auch keine Punkte. Und zwar möchte ich doch sagen, dass sich die Familien offensichtlich überhaupt das Wohnen gar nicht vorgestellt haben. Sie haben einfach schöne Sachen nach ihrem Geschmack zusammengestellt und es hingestellt, aber es ist völlig beziehungslos. Und was ist eigentlich jetzt mit dieser Wand? Also alle haben diese Wand. Jetzt gehen wir mal nebenan noch und schauen uns das Zimmer der Schweizer Familie an. Bitte. Ja, nein, Sie dürfen nicht, aber jetzt Frau Pumpekrüger darf jetzt wieder kommen. Er ist schon da. Gut. Fragen wir Sie gleich. Wie sieht es hier aus mit der Punktebewertung? Sie sprachen vorhin von der Schweizer Gründlichkeit und man hat hier, glaube ich, versucht, gründlich solid zu bleiben und nicht zu wagen. Es ist kein Fehler da, es ist aber auch, ja. Ich möchte keinen Punkt geben. Gar keinen Punkt, nein. Weder für Schönheit, nein. Noch für Zweckmäßigkeit. Nein. Der Tisch in der Mitte, es ist also wirklich nichts gelöst. Ich glaube, hier ist nicht mehr passiert, als dass der Raum gefüllt wurde mit beziehungslosen Möbelstücken. Es ist keine Flexibilität eingebaut, ja. Es wurde nicht weitergedacht, wie kann man den Raum noch anders einrichten, unbedingt Wand rechts, Tisch in der Mitte. Zum Beispiel keinesfalls gefällt mir das die Sitzbank zum Fenster hin, es ist immer unangenehm. Ich hätte jedenfalls die Sitzbank zur Wand und das Geschützte von hinten gestellt, hätte versucht, nicht unbedingt mit der herkömmlichen Bücherwand das zu lösen, sondern hätte versucht, vielleicht niedriger zu bleiben. Könnte man jetzt zum Schluss noch irgendwas Nettes sagen? Farblich sehr hübsch zusammengestellt. Gut. Ja. Nein, da freue ich mich. Geben Sie Punkte? Nein. Keinen Punkt? Nein. Kein Punkt vergeben worden. Das heißt also, wir haben einen Punktestand, den sagt Ihnen die Vivi, ja. Vivi sagt den Punktestand. Bitte, sagen ja. Sie. Ja,
Moment, jetzt muss mein Punktemann erst hierher rennen, weil ich sehe gar nichts. Hier, Familie Zier aus Österreich hat 6 Punkte, Familie Schäfer aus Deutschland leider nur 2 Punkte und Familie Honig aus der Schweiz 4 Punkte. Und ich muss Sie leider jetzt verabschieden. Das tut mir leid. Sie kriegen den 3. Preis in der Höhe von 1.500 Mark. Und wir bedanken uns 1.000 Mal und es tut mir leid. Vielleicht willst du noch was dazu sagen? Möchtest du noch schnell was dazu sagen wegen die Möbel? Gabriele wollte noch was sagen. Ja, also wenn ich darf. Ich wollte nur mal sagen, nach welchen Standpunkten ist das eigentlich bewertet worden? Meiner Meinung nach ist uns die Frage gestellt worden, wir sollen uns ein Traumzimmer aussuchen. Das heißt, wo wir praktisch gesagt nicht putzen müssen und wo wir uns praktisch halt reinpflegen können. Meiner Meinung nach ist es, ich weiß nicht, mir geht es jetzt nicht um die Punkte, sondern von wegen mit dem Klischee. Ich weiß nicht, ich habe das Zimmer, also wir haben das Zimmer zusammen erstmal ausgesucht nach dem Standpunkt, dass verschiedene Generationen in dem Raum leben müssen. Und ich glaube. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu traurig. Wir mussten ja dieses Spiel irgendwie bewerten, das sollten natürlich Fachleute machen. Mir scheint das Urteil sehr hart, aber mir scheint auch eigentlich. Mir scheint aber auf der anderen Seite doch auch, und das werden Sie mir wahrscheinlich bestätigen, dass die Zimmer, wenn sie jetzt so dastehen, eigentlich ungeheuer einander ähneln und dass das eigentlich bei dem großen Angebot doch irgendwie erstaunlich ist. Bitte bleiben Sie bei uns, amüsieren Sie sich weiterhin gut. Sie haben ja immerhin den 3. Platz gemacht und wir sind zum Spielen gekommen und nicht zum Rivalisieren. Ja, sicherlich. Fein. Also, weiterhin gute Unterhaltung. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Innenarchitektur war also dieses Thema. Damit soll es nicht sein Bewenden haben. Wir wollen uns beschäftigen mit der Architektur unserer Städte, mit dem Bild unserer Städte, mit den Straßenschluchten. Ich begebe mich jetzt wieder vor so eine graue Fassade. Und das ist das Thema, das wir jetzt anschneiden wollen. Warum sind unsere Städte so grau, so fantasielos und nichtssagend? Wir haben heute einen berühmten Maler in diese Sendung als Ehrengast, möchte ich sagen, eingeladen. Er ist der Meinung, dass Fassaden durchaus nicht so aussehen müssten. Würdet ihr so nett sein, einmal die graue Fassade wegzutun? Er hat einen Vorschlag gemacht. So könnte seiner Meinung nach eine Fassade sein. Sie sehen auch in der Mitte ein weiteres Beispiel, das dieser große Maler uns geliefert hat. Und dort vor dem linken Haus, vor dem Haus der Schweizer Familie, steht er selber. Das ist der berühmte Maler Friedensreich Hundertwasser, der die schöne Spiralen malt und sich seit langer Zeit auch mit Problemen der Architektur und Städteplanung beschäftigt. Friedensreich meint außerdem, man soll nicht warten auf das Paradies, bis man schon gestorben ist, sondern man soll die Sache selbst in die Hand nehmen. Und wie man das nun anstellen soll, wird er jetzt erzählen. Ja, wenn man so durch diese grauen Städte geht, diese sterilen Fassaden da entlangläuft, hat man das Gefühl, dass man durch Gefängnisse geht, wo dahinter die Leute schon gestorben sind. Das kommt nur daher, dass irgendwelche Baubehörden und irgendwelche Stadtplaner, die kein Mensch kennt, irgendwelche sterile Dinge hingesetzt haben und die Leute müssen dann drin wohnen. Und ich verstehe nicht, dass die Leute nicht dagegen revoltieren, denn eines der wichtigsten Menschenrechte ist das Fensterrecht. Und das Fensterrecht ist ein Recht, das jeder Mensch haben muss. Würden Sie kurz umschreiben, was Sie unter dem Fensterrecht verstehen? Zum Menschen gehört nicht nur seine Kleidung und seine Inneneinrichtung und seine Möglichkeit, sich innen einzurichten, sondern auch seine Außenfassade, das gehört zu ihm. Wie weit darf er malen oder wie weit darf er gestalten? Soweit sein Arm reicht und wo seine Außenfassade ist. Es muss endlich einmal aufhören, dass die Bevormundung durch die Baubehörden so verbrecherisch ist, dass sie die Gestaltung der Einzelmenschen unmöglich macht. Ich finde das im hohen Grade
gemein und das muss aufhören. Diese Vorschläge, die Sie gemacht haben, sind Vorschläge. Sollte nun einer hergehen und sich von seinem Lieblingsmaler seine Fassade bemalen lassen, oder wie ist das gedacht? Ja, ich möchte gar nicht für die Leute bemalen. Ich möchte nur die Leute auffordern, dass sie ein Recht haben auf ihre Außenwand und dass sie die Außenwände gestalten sollen. Das soll also jeder selber machen. Und dürfen, und dass es ihr Recht ist. Und wer es tun will, muss es tun können. Gut, gehen wir hinüber zu unserer Familie. Es hat ja mit den Fassaden nichts an Bewänden, sondern Sie wollen ja auch, dass die Dächer gestaltet werden. Ja, das Gestalten der Wände, da handelt es sich um Glück und Recht und Freiheit. Aber wenn es geht um das Überleben, dann muss man daran denken, dass die Dächer bewaldet werden. Das ist also ein weiteres Beispiel Ihrer Ideen, Herr Hundertwasser. Wir werden ja im Lauf dieser Diskussion, denn es wird sich jetzt eine Diskussion für Sie ergeben und für Sie auch, liebe Zuschauer, werden wir auf all diese Vorschläge von Herrn Hundertwasser noch genau eingehen können. Ich möchte Sie zunächst einmal etwas fragen. Sie haben jetzt diese Fassaden hier gesehen, Herr Honegger, ja. Familie Honegger. Sie haben auch dieses wunderschön gestaltete Dach gesehen mit den Bäumen und den Büschen. Wir sitzen hier auf echtem Gras, auf echtem Rasen, mit echten Blumen und Bäumen. Ich sage das nur für unsere Zuschauer, weil Sie vielleicht denken, es ist nur ein Plüschteppich. Wenn Sie jetzt nach dieser Sendung nach Hause kommen und jetzt hätte in der Zwischenzeit der Maler Hundertwasser die Fassade Ihres Hauses gestaltet, was würden Sie dazu sagen? Ja, zunächst einmal, das Haus gehört nicht mir. Ja. Nicht wahr? Da müsste wahrscheinlich der Hausmeister noch ein Wort dazu sagen. Aha. Aber mich würde das überhaupt nicht stören, im Gegenteil. Ich würde mich freuen, insbesondere wenn diese Künstlerarbeit irgendwo über dem Eingang oder so, dass man einfach, wenn man nach Hause kommt, dass man zuerst mal diese bunten Farben, ich ja. kenne den Stil also nicht. Bitte, ja, bitte ich bin sehr, ich wäre ja, erfreut. Also schauen ja. Sie sich's gleich an, hier ist ein Fernsehapparat, da werden Sie sofort sehen, wie es ausschaut. Er hat es nämlich schon bemalt. Und Sie werden gleich sehen, wie es ausschaut. Da können Sie sich also entscheiden, ob das Ihnen gefällt oder ja, aber nicht. Ich will Ihnen nicht da aufoktroyieren meine Malerei. Na, das können Sie ja gar nicht. Ja, ich wollte nur Ihnen zeigen, wie man so etwas machen könnte. Sie können natürlich ganz was anderes machen. Ja, ja, aber ich bin ja nicht Kunstmaler, ich müsste es ja schreiben. Ja, übrigens, Ihr Haus, was ist denn das für ein Hausmeister, ja. Was macht denn der da? Ja, der aber das ist ja schon. Ist das euer Haus? Ja. Ja, dann ist alles ja, es ist es. Ja. Ist, ja. Ja, ich hatte große Angst vor Ihrem Hausbesitzer, nicht wahr? Man dachte, der wird etwas sagen, aber der hat vor Freude ist er nur so gehüpft. Und, ist er wirklich gehüpft von ja, der? Ja, wirklich, wirklich. Also wenn er das gesehen hat, fertig war, also so wie ich ihn kenne, ist er nicht einfach so gehüpft, wie Sie das nein, da gemacht haben. Nein, er ist wirklich, war vor Freude, hat seine Augen haben geleuchtet und er hat nachher gesagt, er will das eigentlich viel farbiger haben und viel ja, größer. Nein, ich glaube Ihnen das nicht so ganz. Doch, doch. Ich kenne ja den Hausmeister besser als Sie, nicht? Ich bin Hausmeister. Nein, der Hausbesitzer war das. Ja, der Hausbesitzer, das ist dasselbe bei uns. Ah, das ist dasselbe, ja. Also wie ich ihn kenne, ich weiß nicht, da war er ziemlich sicher, war er zunächst einmal sehr skeptisch, ja? Ja, zu Beginn, das glaube ich nicht. No, doch, das glaube ich schon. Also ich kenne ihn also sehr gut. Ich kenne den Hausmeister sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Hausmeister zuerst sehr, sehr skeptisch war, weil er nicht so, ich möchte sagen, unbedingt diese Art, wie Sie malen, diese vielleicht so von Anfang an gemocht hat. Bitte, bevor wir jetzt... Vielleicht hat er dann später so gesagt, naja, da kann man halt nichts machen. Also wenn der Herr Hundertwasser sagt, dass er von einem Bein aufs andere gehüpft ist, müssen wir ihm eigentlich glauben. Ich meine... Ja, ich glaube es ihm trotzdem nicht aha, so gut. ganz. Ne? Also, bevor wir jetzt in diese Diskussion eintreten, bitte nur die Frage, was werden Sie machen? Wird diese Malerei bleiben oder werden Sie das wieder übermalen lassen? Also, ich werde den Hausmeister bitten, das Gemälde stehen zu lassen. Ganz bestimmt. Bravo. Und zwar einfach, ich
Ich freue mich ja allein, dass ich schon da bin und diesen berühmten Maler kennengelernt habe. Ja, aber verstehen Sie, das ist sehr lieb und nett von Ihnen. Warte bitte, ja. Wir wollen jetzt diskutieren. Sie haben 4 Minuten Zeit, mit Herrn Hundertwasser zu sprechen über seine Ideen. Ich gebe Ihnen das Thema. Was sagen Sie generell zu Herrn Hundertwassers Vorschlägen und Ideen? Finden Sie die Städte, so wie sie heute sind, in Ordnung? Sollen sie so bleiben oder würden Sie sie umgestalten? Und wie würden die Städte aussehen, in denen Sie gerne leben möchten? 4 Minuten Zeit, bitte sehr. Also wenn ich gleich mal darauf antworten darf. Unsere Städte, besonders bei uns in der Schweiz, sind hoffnungslos veraltet. Es sind Steinwüsten und jetzt geht man sogar so weit, dass man die letzten Perke, die noch darin sind, auch noch ausrottet. Es werden Bäume gefällt, es wird also unseren Nachkommen unermesslicher Schaden zugefügt. Ja. Es wird umgeholzt, Aber ich habe schon gesehen, dass in Basel zum Beispiel, in der Zeitung gelesen, eine große Aktion ist, 1000 Bäume zu pflanzen. Ja, richtig, das ist ja gut. Ich bin genau informiert. Ja, in Zürich auch, nicht wahr? Aber das spielt sich ja nicht nur in den Städten ab, nicht wahr? Sondern in den ganzen Agglomerationen. Man hat zum Beispiel für Zürich hat man eine Waldstadt geplant auf dem Zürichberg, nicht? Mhm. Glücklicherweise hat sich die Bevölkerung schon rechtzeitig dagegen gewehrt, weil man da große Hektare weise Wald umgeschlagen hätte und damit den Menschen schon wieder Lebensraum weggenommen hätte. Ich finde die Situation sehr, sehr gefährlich, in der wir heute leben, denn wir leben ja von Sauerstoff. Ja, genau. Die Vegetation ist unser Freund, ist der Freund, von dem wir leben. Wir leben durch die Vegetation, wir atmen davon, wir essen davon und wir trinken auch davon. Also wenn wir das zerstören, dann ist in 30 Jahren, hat man gerechnet, ist es aus. Ich würde sagen, man sollte die bestehenden Städte so umorganisieren, dass man darin höchstenfalls noch ein Minimum von Zeit, die man braucht, um seine Arbeit zu tun, bevölkern muss. Die Bevölkerung sollte systematisch aus den, die gezwungen sind, heute noch in diesen Städten zu leben, sollte man systematisch herausziehen. Man sollte sie in der Landschaft so ansiedeln, dass man den Verkehr... Das ist toll, ne? Finden Sie es toll? Ja, gut. Das ist genau das, was ich will. Sind Sie ehrlich mit mir? Ja, na, natürlich. Dass Sie es toll finden, meine ich. Ja, also gut, ich meine, man sollte die Bevölkerung herausnehmen. Man sollte die Straßen so bauen, dass sie den Fußgänger nicht behindern. Schließlich sollte man unseren Architekten allen sagen, sie sollten, wenn sie schon mal ein Architekturstudium abgeschlossen haben, sollten sie noch Philosophie studieren, sie sollten Soziologie studieren, sie sollten vor allem Humanisten sein, nicht wahr? Genau richtig. Ja, und auch Biologie, nicht wahr? Genau richtig. Sie sollten, nicht wahr, es gibt ja ein sehr schönes Beispiel, das ich einmal bei, wie heißt der, dem Architekten Neutra habe ich mal gelesen, dass seine ganze Architektur so konzipiert hat, indem er vom Menschen sogar im Mutterleib ausging, der dort wohlbehütet war, Wärme, die Biologie stimmt, es war kein Lärm, nichts. Und man sollte ja den Menschen für seine Freizeit, die ja praktisch immer größer wird, sollte man den Menschen wieder in diesen Zustand, ich meine nicht in den embryonalen Zustand, sondern einfach in die Geborgenheit zurückführen können, damit er sich entspannt. Und ich glaube, es würde auch sehr viel zum Weltfrieden beitragen, wenn die Architekten die Menschen einander näher bringen, indem sie so bauen, dass der Horizont nicht durch Hecken verbaut wird, sondern dass er erweitert wird. Damit die Menschen in die Landschaft hinaussehen können. Ja, verstehen Sie, da haben Sie völlig recht. Aber meine Ansicht ist, der Architekt kann nicht für andere Menschen planen. Der Architekt ist ein Mensch und die Menschen, die ihn wohnen, sind andere Menschen. Man kann nicht planen dafür. Die Menschen müssen ihre Häuser selbst in die Hand nehmen. Und es muss ihnen das Recht. Da bin ich nicht einverstanden mit Ihnen. Wieso? Weil wenn ein Mensch ein Haus baut, dann soll er sich doch mit dem Architekten verständigen und soll dem seine Wünsche sagen, was zu passieren hat mit dem Haus. Ja, das geht. Die ganze Gartengestaltung. Wenn der Architekt Ihnen sagt und den Plan bringt, hier habe ich eine Hecke, nicht wahr, dann haben Sie doch das Recht zu sagen, ich will die Hecke nicht, ich will die Berge sehen, nicht, ich will die weg, Hecke muss weg. Der Architekt muss dem Bewohner gehorchen und nicht der Bewohner dem Architekten. Ja, genau, das meine ich ja. Darum sage ich ja, dass sich auch ein paar Architekten entschließen sollten, in die Politik zu gehen. Denn da geht es ja weiter. Dort werden ja die großen Planungen gemacht. Man sollte also dort, wenn in Parlamenten, wo vielleicht 200 Leute sitzen, die zwar vielleicht ein gutes Mandat haben, aber vom Bauen nichts verstehen, dort sollte es entschieden werden, die große Planung. Danke vielmals, Herr Honecker, danke vielmals, Herr Hundertwasser. Man hat eigentlich das Gefühl gehabt, dass der Herr Honecker so ungefähr
für Sie spricht. Das heißt, es war keine Diskussion in diesem Fall, sondern eigentlich wurden hier Ideen ausgetauscht, weil beide, glaube ich, ungefähr einer Meinung sind. Ja. Und bitte, jetzt möchte ich gerne den Zuschauern in Düsseldorf sagen, das habe ich vorher vergessen, ich gebe es ehrlich zu, Sie sollen sich jetzt bitte dieses Gespräch ganz genau in Erinnerung behalten, denn Sie werden das nachher zu messen haben mit dem nächsten Gespräch, das wir mit der österreichischen Familie führen, und Sie werden das dann mit dem Lichttest zu bewerten haben. Vielen herzlichen Dank. Also, inzwischen, wenn Sie in Ihre Familienschnecken zurückkehren, wir werden uns inzwischen friedensreich Ihre Modelle ansehen. Würden Sie so lieb sein und erklären, wie diese Dinge gemeint sind? Also ich habe da ein Prinzip, dass überall dort, wo im Winter der Schnee hinfällt, wo es im Winter weiß ist, soll es im Sommer grün sein. Mhm. Das heißt, überall, wo der Schnee und der Regen hinfällt, alles, was waagrecht unter der freien Natur ist, sollte Grünfläche sein und muss für die Natur reserviert sein. Der Mensch kann sehr gut in den Senkrechten leben, in Arkaden und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Einfamilienhaus, wo Schafe auf dem Dach weiden können, nicht? Und ich glaube, die Menschen, das ist für reiche Leute, nicht? Also die etwas begütert sind. Und hier auch ein Einzelbungalow. Da habe ich nur die Erde, die Grünfläche durchgeschnitten, einen Schnitt, eine Seite hinaufgehoben, die andere Seite hinuntergezogen und oben eine Glaskugel. Und da kann man auch ganz zufrieden sein. Hühner sind sogar eine Kuh, ist da am Dach. Ne? Und hier. Das ist das Terrassenhaus. Und hier, ja, das sind Terrassen. Und da denke ich mir, ein Mann in einer Mietswohnung muss das Recht haben, vor seiner Wohnung eine Grundfläche zu haben, als Gart und Wiese und Wald, die genauso groß ist wie seine Wohnungsfläche. Hier sieht man zum Beispiel Wohnung, die Grundfläche, und genau dieselbe Fläche ist die Wohnung davor. Und das muss eine 1 Meter hohe Erdschicht sein, dass richtige Bäume wachsen. Dabei ist es völlig gleich, ob er diesen Garten bearbeitet, ob er daraus einen Gemüsegarten macht oder wenn er faul ist, lasst das ganz einfach frei wachsen, wird ganz einfach eine Art Wienerwald, nicht? Oder Gestrüpp oder Dornen. Es ist da völlig gleich, was da drauf wächst. Hauptsache, es wächst etwas, nicht? Und also hier stelle ich mir vor, da können sogar Schweine gezüchtet werden. Nicht? Und, cool. Und hier laufen die Autos, nicht? Auch unter den Arkaden. Was passiert mit den Abgasen zum Beispiel? Na, es wäre mir recht, zum Beispiel auch in der Schweiz hat ein gescheiter Mann jetzt ein Auto erfunden, das ohne Abgase fährt. Nicht? Also das sollte man jetzt vorziehen. Aber sogar wenn die Autos noch mit Abgasen fahren, ist es besser, es stehen Bäume, die Abgase abfangen, als es sind keine Bäume da, die zusätzlich noch Sauerstoff erzeugen. Hier zum Beispiel sind die Fußgänger, die sind getrennt von den Autos, nicht? Auch wie der Schweizer gesagt hat, was soll das trennen? Hier haben wir also den typischen Sozialbau oder den typischen Wiener Gemeindebau, nicht? Also hier heißt es, ich stelle mir vor, man kann das Dach abnehmen. So hässlich schaut es aus, wie es jetzt ist, nicht? Mhm. Also Achtung, nimmt man das weg. Und Moment, einen Augenblick. Ja. Ah nein, doch, ja. Ja, darf ich Ihnen helfen? Da kann man doch ganz einfach das Dach wegnehmen und eine Wiese draufstellen, nicht? Die schaut ungefähr so aus und und damit die Wiese auch hält, weil das Erdreich ist ja schwer, kann man in Vierecken oder meinetwegen durch das Haus durch Betonpfeiler setzen, die das Ganze noch zusätzlich hält. Ich seh keine architektonische Schwierigkeit, außer dass es ein bisschen Geld kostet, nicht? Aber mein Gott, das Geld ist doch unwichtig heutzutage. Ich finde, das Glück, nicht, kann man nicht in Geld messen. Um wie viel würde so ein Haus Ihrer Meinung nach teurer sein? Es würde ungefähr um ein Drittel mehr kosten. Aber es bringt 100-mal mehr Glück, finde ich. Und das ist also eine Art Arkade. Also hier stelle ich mir vor, zusätzlich könnte man in der Höhe des ersten Stockes eine Arkade bauen, auch auf kleinen Säulen, wo man eine Grünfläche hat. Ne?
Gut. Ich stelle mir das ja schon vor. Wie die Leute können dann hinaufgehen und sich oben delektieren, nicht? Wie, also diese Rasenflächen sollen allen Bewohnern des Hauses zur Verfügung stehen? Ja, natürlich. Das wäre etwas für einen bereits bestehenden Gemeindebau oder Sozialbau. Wie würden Sie dieses Modell nennen? Das würde ein Bau sein, der im Zentrum der Stadt steht. Also nicht irgendwo am Land, sondern im Zentrum, wo eben die Grünflächen rar sind und wo infolge der Luftverbesserung und der Sauerstoffmangels eben viel Wald sein soll, nicht? Warum sollen nur die Wohnungen übereinander sein, nicht? Es können auch die Wälder übereinander sein. Also hier sieht man Wohnungen, nicht? Hier wohnen die Leute. Die hängen hier, so unten praktisch. Ja, die Wohnungen hängen unter den Wiesen. Hier sieht man die Wohnungen, zum Beispiel hier 3 Familien, 4 Familien, 5, 6 Familien. Die können auch hinaufgehen. Das sind die Materialaufzüge und die Personenaufzüge. Und da habe ich mir noch Folgendes ausgedacht. Die Abwässer sollten nicht ganz einfach in Kanalisation verschwinden, auch die Toilettenabwässer, sondern sie sollten einfach in das Erdreich eingefügt werden. Ja? Dann wachsen. Sodass so quasi die Leute durch sich selbst leben können. Die Leute sind dann glücklich, brauchen gar nicht mehr in die Fabrik gehen. Sie können von ihren eigenen Hühnern und Eiern leben, nicht? Und ich finde das gar nicht dumm. Ich glaube, das könnte man irgendwie Friedensreich, bitte. Realisieren. Wir reden jetzt mit der zweiten Familie, mit der Familie Zier. Ich bitte noch einmal die Zuschauer in Düsseldorf jetzt wieder gut aufzupassen. Wir werden jetzt diskutieren. Erste Frage. Das ist also der Maler Friedensreich Hundertwasser, die Familie Zier aus Wien. Sie wohnen in einem Gemeindebau, ja. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Sie haben jetzt gesehen, wie der Herr Hundertwasser hier diese Fassaden als Modell oder als Vorschlag bemalt hat. Was würden Sie sagen, wenn die Fassade von Ihrer Wohnung jetzt auch so oder ähnlich aussehen würde? Also ich würde nichts sagen, aber ich glaube, unser Bürgermeister, der Slavik, wird was sagen. Ja? Ja, also ich finde, Sie sollen sich auf keinen Fall bevormunden lassen, denn es ist Ihr Recht, Ihr Fensterrecht, das gehört zu den Menschenrechten. Und darauf müssen Sie pochen. Was? Es ist Ihre Außenwand zu bearbeiten, ist Ihr Menschenrecht. Na, bitte, aber wir sind ja 6, 9 Parteien in der Stiege. Also jetzt bitte, wir wollen schauen. Ich muss dazu Folgendes sagen. Die dafür verantwortlichen Stellen der Stadt haben gestattet, dass das Haus bemalt wurde. Es ist bemalt, Sie werden es jetzt gleich hier sehen. Das kann ich nicht glauben. Das können Sie, ja. Wir haben glücklicherweise hier einen Monitor und können Ihnen das sehr schnell beweisen. Und da werden Sie es gleich einmal sehen, wie Ihr Haus jetzt ausschaut. So? Da ist es. Nein, ich habe so viel Zeit habe ich leider nicht gehabt. Ich wollte ja mich ja nur aus dem Fenster beugen und ein bisschen was machen. Aber ich will Ihnen das gar nicht aufzwingen. Nicht? Also ich wollte Ihnen nur was Schönes hinmalen, aber Sie können es ruhig wegnehmen. Lieber wäre mir es, wenn Sie dann selber was malen täten. Das sind das Ihre Fenster? Nein. Das könnte schon sein, ja. Ja, das könnte schon sein. Herr Hundertwasser, wie war das dort? Waren da viele Menschen? Der zuständige Kommissar vom Häuserblock, ich weiß nicht, wie der hieß, ist gekommen und hat gesagt, was tun Sie da? Nicht? Und hat mir gesagt, ja, man hat die Bewilligung. Und sagt, so ruhig hat er das gemacht, gesagt? Ja. So ruhig? Er hat aber gesagt, was passiert, wenn jeder das anmalen täte? Das war ja furchtbar. Nicht? Aber ich finde, das ist ja, ich verstehe diesen Menschen nicht. Na, ich schon, wenn ich so schaue, schon, glaube ich schon. Wenn das ganze Haus aber nur meine Fenster am Saug gestrichen. Nur Ihre Fenster, weil Sie. Ihnen wollte ich ja was Schönes antun, ne? Ja. Aber verstehen Sie mich, die Sache ist sehr ernst. Ich will ja nicht ich selber malen. Ich will, dass jeder Mensch das Recht hat, von seinem Fensterrecht Gebrauch zu machen. Und ich finde, wenn es Verordnungen gibt, die besagen, dass man außer nichts bemalen darf. Nicht mal Blumenkisseln darf man hinstellen. Manchmal nicht einmal Das können wir schon. Ja, aber ich kenne Leute, die wohnen in Wohnungen, die dürfen nicht einmal Blumenkisseln hinstellen. Bitte eine Frage. Haben Sie schon mal so ein Haus gesehen, wenn jeder malen drauf? Wie schaut das aus? Herr Zier, wir werden sofort über dieses Thema diskutieren.
zunächst einmal, bleibt die Malerei dran oder nicht? Nein, Sie... ich kann nicht. Nein. Ich kriege die Kündigung. Nein, 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 nein. Sie kriegen die Kündigung. Sie kriegen die Kündigung nicht. Es hat die verantwortliche Stelle erklärt, dass diese Malerei bleiben soll. Aber natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind, ist ja völlig klar. Das ja geht ja nicht, da bin ich ja gezeichnet in Wien. Herr Zier, die Zuschauer in Düsseldorf passen genau auf. Wir diskutieren jetzt, Sie diskutieren jetzt 4 Minuten lang mit Herrn Hundertwasser und zwar über das Thema. Was sagen Sie zu seinen Vorschlägen? Sie haben gehört, wie er über seine Modelle gesprochen hat, über diese Rasendächer, über Rasen im Allgemeinen, über die Gestaltung von Fassaden. Also, was halten Sie generell von Hundertwassers Ideen? Finden Sie die Städte, in denen wir heute leben, in Ordnung oder sollen sie verändert werden? Wie würden Sie sie verändern, wenn Sie dazu die Möglichkeit hätten? Wie würden also Städte aussehen, in denen Sie gerne leben möchten? Bitte 4 Minuten Zeit. Also ich möchte überhaupt in keiner Stadt wohnen. Ich würde mehr am Rand der Stadt wohnen. Würde ja, ich aber lieber. Da es leider so ist, dass man in der Stadt leben muss. Das ist nicht wahr. Ich stelle mir vor, in 20, 30 Jahren wird die Stadt nur mehr ein Vergnügungsviertel oder eben Büroräume und so sein. Nicht? Aber zum Wohnen kann man jetzt heute schon nicht mehr in der Stadt ja. richtig aber, wohnen. Naja, wissen Sie, es erschreckt mich, dass Sie gesagt haben früher, ja, ich will vielleicht, aber die Gemeinde will das nicht. Und da finde ich, Sie unterliegen einer Gefängnispsychose. Das nicht, das würde ich nicht sagen, aber schließlich die Gemeinde hat ja mir die Wohnung gegeben. Was kann ich da jetzt, ich kann da nicht... Was heißt, Sie wohnen dort und Sie haben das Wohnrecht und Sie müssten von Ihrer Außenwand Gebrauch machen. Aber auf der Hausordnung steht von außen zum Malen nichts drauf. Eben, ja, das ist ja das Furchtbare. Ne? Was sagt die junge Generation eigentlich zu diesen Dingen? Ja, zu Ihren Vorschlägen über die Grünanlagen, das finde ich vollkommen in Ordnung überhaupt. Das ist mitten in der Stadt durch die vielen Abgase und so. Aber es ist ja... Vielleicht, wenn die Städte später vielleicht wirklich einmal so aussehen, dass sie reine Arbeitszentren sind und man wird wahrscheinlich außerhalb wohnen, man wird sich außerhalb zusammenfinden und dadurch, dass die Verkehrsmittel ja sowieso so schnell werden, das wird dann also gar sie kein wollen, Problem also sein. Sie sind also dafür, dass die Städte im Zentrum, wo man nicht wohnt, also weiter leiden muss und wieder hinaus. Ich finde, es ist ja dann an und für sich fast gar keine Stadt mehr, sondern es ist ein reines Industriezentrum dann ja, wahrscheinlich. Das darf nicht sein. Überall, wo der Mensch geht und steht, muss Paradies sein. Das finde ich. Ne? Na gut, Paradies, jetzt, da haben wir das Großamt doch angenommen, nicht? Und ein paar Bäume. Ich bin gut ab, ja, wann ist das dicht alles? Wir haben im zweiten Stock die Wohnung. Naja, ob es dicht wird oder nicht, da sind der die Techniker, Stock. Die werden sich das schon... Ja, ich werde Ihnen was sagen, bitte. Aber sogar beim Doch bei unseren sein, jetzt erst wenn er Erden natürlich. Das ist ja, aber so. Die Technik ist heute so fortgeschritten, dass man dieses Problem lösen kann. Nicht? Bitte. Also reden wir nicht vom Hineinreden, dass dieses Problem ja. wird gelöst. Bitte. Aber ich finde, der Mensch muss aufhören, irgendein Sklave zu sein, nicht? Na, freilich. Das was sagst du, Hannes? Ich schließe mich ganz der Meinung von Herrn Hundertwasser an und auf meinem Fenster wird er sofort die Malerei bleiben. Na, wird bleiben, also bitte. Na gut, was sagt jetzt die Frau Noma? Ja, also bitte, die Malerei ist mir ein bisschen zu bunt. Also, ja. Unser Hauswand ist sowieso einfärbig. In Pastellfarben und das reicht dann schon. Also naja, Sie uniformieren sich. Sie haben auch Angst vor aufzufallen. Nicht? Nein, das ist ein Trend also der heutigen möchte Zeit. Nicht sagen. Nein, ja. das gefällt mir eben so nicht. Nein. Aber Sie haben ohne weiteres Recht. Ich will Ihnen ja nicht Ihr. Sie sollen das ruhig so gestalten, wie es Ihnen passt. Nicht? Ich will Ihnen nicht ja nichts verdrehen. Das ist ja selbstverständlich. Das ist, ich will ja nicht in denselben Fehler machen wie diese aber Architekten, diese, darf diese ich Verbrecher was machen, und diese Bauherren. Die, ja, gut, aber jetzt ist schon in einer Familie mit 4 Personen sind Verschiedenheiten. Stellen Sie sich vor, jetzt in einem großen Bau. Ja, das wäre doch sehr schön. Da braucht man ja, das kann man ja gar nicht vorstellen.
Da müssen ja Stränge aufgestellt werden und muss boxt werden. Wer der Sieger ist, macht. Nein, ich finde eine Diversität ist schöner wie eine sterile Lehre. Ja, es ruht auch, und, klar, aber das. Gut, fein. Danke vielmals. Wir werden ja irgendwann aus der Zeitung erfahren, ob nun die Malerei an ihrem Haus geblieben ist und ob sie weggekommen ist, wie also die Familie Zier sich darüber entschieden hat. Ich danke Ihnen sehr. Ich möchte noch sagen, ich möchte den Erlös eines dieser Wände für Umweltschutz stiften, weil im Max-Planck-Institut macht eine Frau, Dr. Käthe Seidel, sehr interessante Versuche. Sie tut mit der Flechtbinse Abwässer reinigen. Und ich finde das hochinteressant. Anstatt hässliche Kläranlagen zu verwenden, braucht man nur Wasser durch Flechtbinsen fließen lassen und es kommt reines Wasser heraus. Freue mich sehr. Ich glaube, das Max-Planck-Institut wird sehr glücklich sein über diese großzügige Spende. Es ist dazu zu sagen, dass alle drei Fassaden ab morgen hier in Düsseldorf in der Kunsthalle zu besichtigen sein werden und sicherlich dann ihre Reise durch alle möglichen Länder antreten werden, sodass Sie also diese Gelegenheit hatten, in dieser Sendung zum ersten Mal diese Wände zu sehen, Sie vielleicht dann noch in Natura bewundern können. Danke Ihnen vielmals, Herr Hundertwasser, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich hoffe, dass Ihre Anregungen bei den verantwortlichen Leuten auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und vielleicht wird eine oder die andere Gemeinde sich bereit finden, Ihnen jetzt einen Auftrag zu geben, eines von Ihren geplanten Häusern in die Wirklichkeit umzusetzen. Ja, ich will ja eigentlich ich etwas machen. Ich will, dass das von selbst entsteht. Ich möchte gern zuschauen. Bitte, also auch das. Vielen Dank jedenfalls. Bitte jetzt die Zuschauer in Düsseldorf, sich diese beiden Diskussionsrunden, diese beiden Gesprächsrunden noch einmal ins Gedächtnis zu führen. Zuerst die Familie Honegger aus der Schweiz und jetzt die Familie Zier aus Österreich. Wir machen den Lichttest. Bitte, Vivi. Der Lichttest, meine Damen und Herren. Hallo? Hase? Grüß Gott, Herr Hase. Grüß Gott, Frau Bitte, Bach. Warten Sie einen Moment, ja? Ja, bitte. Gut. Verehrte Zuschauer in Düsseldorf, wir wollen zuerst bewerten, wie Ihnen das Gespräch der Familie Honegger aus der Schweiz gefallen hat. Beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Um wie viel ist der Stromverbrauch gestiegen? Um genau 38 Megawatt. 38 Megawatt. Vielen Dank. Bleiben Sie noch ein bisschen, ja? Ja. Danke. Also bitte jetzt alle Lichter, die eingeschaltet wurden, wieder abzuschalten, damit wir für Familie Zier aus Österreich genau dieselbe Ausgangsposition haben. In der Zwischenzeit zeigen wir Ihnen einen Film, wie der Fassade der ausgeschiedenen Familie von Hundertwasser gemalt wurde.
Verehrte Düsseldorfer, schalten Sie jetzt die Lichter ein. Falls Ihnen das Gespräch der Familie Zier aus Österreich besser gefallen hat, Sie haben wie immer 20 Sekunden Zeit. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Max! Was sagt Ihr Anzeiger diesmal? 55 Megawatt. 55 Megawatt. Danke. Also, das ist ein klarer Punkt für Familie Zier aus Österreich. Der Lichttest ist aus. Max? Vielen Dank, Herr Hase. Wiedersehen, wiederhören. Wiederhören. So, meine Damen und Herren, es singt jetzt für Sie Mireille Mathieu.
Vielen Dank. Vielen Dank, Mireille Mathieu. Wir gehen in die fünfte und letzte Spielrunde. Wir müssen das jetzt sehr schnell machen, sonst holt uns der Teufel. Zwei kurze Hinweise. Es haben unzählige Menschen angerufen. Zunächst einmal muss ich etwas richtigstellen. Die Kunsthalle, wo 100 Wassers Fronten zu sehen sein werden, ist erst am Dienstag geöffnet. Und dann hat man uns von überall her gebeten, die Adressen der Häuser bekannt zu geben, die nun von ihm bemalt wurden. In Wien ist es im 17. Bezirk in der Andergasse 20. In Deutschland ist es in Essen in der Knautstraße 23 und in der Schweiz ist es in Bülach in der Erachfeldstraße 6. Stimmt, gell? Ja. Wir haben noch im Spiel die Schweizer Familie Honecker. Hier sitzt der Hans-Jörg und die österreichische Familie Zierer mit 7 Punkten. Die Honeckers haben 4. Letztes Spiel, Harmoniespiel. Bitte alle Familienmitglieder sollen dazugeschaltet werden. Harmoniespiel, es gibt für Übereinstimmungen. Es gibt 2 Fragen, die wir stellen. Es können also 2 Punkte von jedem Familienmitglied gewonnen werden. Wir kehren noch einmal zum Thema des Anfangs zurück, Zukunft. Wir stellen uns vor, im Jahre 2002 haben die Wissenschaftler den Kontakt mit außerirdischen Lebewesen hergestellt. Und es ist uns auch gelungen, eine Sprache zu finden, dass man sich mit diesen Lebewesen verständigen kann. 2 Fragen. Mit welchem Begrüßungswort würdest du so ein außerirdisches Lebewesen begrüßen, wenn du ihm zum ersten Mal gegenüberstehst? Und was wäre die erste Frage, die du an so ein Wesen richten würdest? Bitte jetzt die Kabinen wegschalten. Also was würdest du als Begrüßung sagen? Grüezi. Das ist schön. Und was würdest du als erste Frage stellen? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Gut, dann hören wir jetzt einmal, was deine Schwester, die Vreni, sagt. Vreni? Ja. Was glauben Sie, wird Ihr Bruder als Begrüßungswort wählen und was wird er für eine Frage stellen? Als Begrüßung, glaube ich, nimmt er fast Dadiadada. Dadiadada? Ja. Ja, und was wird er fragen? Darf ich mir das schnell überlegen? Ja, sicherlich. Da fragen wir jetzt einmal den Herrn Honecker inzwischen. Schalten wir die Vreni weg, fragen den Herrn Honecker. Ja. Was wird er für ein Begrüßungswort wählen und was wird er für eine Frage stellen? Er wird sagen, hallo, wer bist du? Wer bist du? Jawohl, und jetzt fragen wir bitte die Frau Honecker. Was für ein Begrüßungswort wird er wählen und was wird er für eine Frage stellen? Ich weiß es nicht. Was könnte er für eine Frage stellen? Was könnte er für ein Begrüßungswort wählen? Schauen wir, ob die Vreni inzwischen vielleicht etwas gefunden hat. Vreni, also was wird er für eine Frage stellen? Gibt es hier auch Tiere? Aha, also leider keine Übereinstimmung, auch beim Herrn Honecker nicht. Also Frau Honecker noch einmal, was für eine Begrüßung, was für eine Frage, bitte. Sie können 2 Punkte dazu gewinnen. Nein, ich kann es nicht sagen. Also können wir leider keinen Punkt vergeben. Wir haben keine Übereinstimmung in irgendeinem Fall. Es tut mir furchtbar leid. Wir gehen jetzt rüber zur Familie Zier, die damit praktisch schon gewonnen hat. Sie haben den 2. Platz auf jeden Fall. Aber wir wollen noch einmal sehen, wie die Familie Zier dieses Spiel bewältigt. Wir haben da den Hannes. Bitte alle Familienmitglieder dazuschalten. Vielen Dank. Wir stellen uns vor, wir sind wieder im Jahre 2002. Es ist der Menschheit gelungen, Kontakt zu außerirdischen Lebewesen herzustellen.
Man hat auch eine Sprache gefunden, dass man sich mit diesen Lebewesen verständigen kann. Der Hannes, Ihr Sohn, steht zum ersten Mal einem solchen Lebewesen gegenüber. Was für ein Begrüßungswort wird er gebrauchen und was wird er als erste Frage an dieses Lebewesen richten? Bitte jetzt die Kabinen wegschalten. Als erstes Begrüßungswort würde ich, ehrlich gesagt, ich wüsste keines. Also irgendeine Begrüßung wirst du ja wissen. Servus. Servus. Gut, das ist ja auch nur so zu bewerten. Meine erste Frage wäre, woher kommst du? Gut, also dann schalten wir zur Silvia. Was wird Ihr Bruder für eine Begrüßung wählen und was wird er fragen? Ich würde sagen, er will als Begrüßungswort Tadirta da wählen. Tadirta da wählen, aha. Und was wird er fragen? Wo es herkommt. Ja, das ist richtig. Das ist ein Punkt dazu. Herr Zier, was wird Ihr Sohn für eine Begrüßung wählen und was wird er fragen? Begrüßung. Ja. Und Servus wird er sagen. Servus, jawohl. Ein Punkt. Ja. Und was fragt er? Was ist für ein Wesen? Ist ein außerirdisches Wesen. Bist giftig? Danke sehr. Frau Zier, ist sehr schön, aber keine Übereinstimmung. Frau Zier, was für Begrüßung wird er wählen? Nach dem heutigen Mondgruß denke ich, dass ihr da. Aha. Ja, und was wird er fragen? Kann ich da auch eventuell Schlagzeug spielen? Aha, das ist zwar sehr originell, aber das hat er nicht gesagt. Servus, ja, wird er sagen. Servus und wo kommst du her, hat er gesagt. So, es ist also klar, die Familie... Servus. Was ist denn das? Servus. 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 Es könnte möglich sein, dass... Wir können jetzt rauskommen. Es könnte möglich sein, dass der tatsächlich giftig ist. So, wir gratulieren Ihnen herzlich. Kommen Sie heraus, Sie haben gewonnen. Welcher Wunsch geht nun in Erfüllung? Die Sauna hier, bitte. Die Sauna. Aber die da. Diese Sauna haben Sie schon gehabt. Wir danken Ihnen sehr fürs Mitspielen. Wir danken Ihnen, liebes Publikum, hier in der Philipshalle. Sie kriegen den zweiten Preis in der Höhe von 3.000 D-Mark. Wir sehen uns das nächste Mal am 25. März aus der Wiener Stadthalle. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das war also...